Hallo? Hallo? Ah, oh, scheiß Telefon funktioniert nicht. Was machst du? Kaufst du neu? Oder reparierst du? Ja, also beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Also neu kaufen hast du wahrscheinlich noch Garantie drauf und sowas. Reparieren hast du was für die Umwelt getan. Aber es gibt einfach Sachen, bei denen das nicht funktioniert. Und das ist nämlich dein eigener Körper. Da funktioniert das nicht. Da kannst du nicht einfach sagen, so, ah, ich kaufe mir jetzt einen neuen. Wenn dir was daran nicht gefällt, dann musst du was dafür tun. Ja. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, so, boah, ich möchte endlich mal wieder mit den Kindern spielen können, ohne dass ich sofort kaputt bin. Dass du sagst, ich möchte endlich die Einkäufe schleppen können, ohne dass ich pusten muss oder dass meine Frau merkt, dass das saumäßig anstrengend für mich ist. Wenn du einfach mal deine Hose zumachen willst und sagst, toll, ja, ohne den Bauch voll so einziehen zu müssen. Und wenn du nach der Arbeit auch nochmal Energie haben willst für Familie und einfach die schönen Dinge des Lebens, dann gib mir mal Bescheid. Ja? Weil ich wog mal 120 Kilo, hatte Schulterschmerzen, war kreuzunglücklich und da bin ich rausgekommen. Und ich weiß, wie das ist und ich weiß, wie man da rauskommt. Und mir war damals einfach klar, so darf es nicht weitergehen. Das will ich nicht, dass ich dann noch zu einer Belastung für meine Familie werde. Und außerdem war ich mir einfach sicher, dass meine Familie einen besseren Vater als mich verdient hatte. Also war ich es ihr schuldig, dass ich Dinge ändere. Und ich war es auch mir selber schuldig. Und ja, jetzt keine 120 Kilo mehr, jetzt so 92 Kilo. Mir geht's gut. Kräftiger als jemals zuvor. Und das Wichtigste, keine Schmerzen mehr. Und ich verhelfe anderen Leuten auch diese Transformation durchzumachen. Und ich weiß, dass das nicht geht, indem man einfach so einen Trainingsplan überreicht und sagt, hier, das machst du mal, dann machst du dreimal die Übung, dann machst du dreimal die Übung und aha, alles ist super. Nee, scheiße, funktioniert das nicht. Du brauchst jemanden, der für dich da ist und der dir auf diese ersten Schritte hilft. Nachher kannst du es alleine, aber gerade die ersten Schritte, diese ganzen Prozesse, diese Trägheit überwinden, das ist unglaublich anstrengend, wenn man es alleine machen muss. Und deswegen schaffen es so wenige. Und deswegen wollte ich dir einfach meine Hilfe anbieten. Wenn du das möchtest, gib mir Bescheid. Mach ein telefonisches Gespräch. Viertelstunde kann ich sehen, ob ich dir auch helfen kann. Und dann sehen wir weiter. Ja? Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, so, ey, mir geht's zwar gut, aber der Peter, sollte so nicht weitergehen, ja, mit seiner Gesundheit, mit seiner Familie. Der sollte was für sich tun, damit er dann eben halt auch präsenter ist und vor allen Dingen auch länger für alle da ist, fitter ist. Ja. Mehr Spaß am Leben. Dann schicken gerne diesen Post rüber.